Ich weiß nicht, wie lange wir hierauf gewartet haben, aber endlich ist House Labs von Lady Gaga in Deutschland erhältlich und ich habe eine Meinung, die euch vielleicht interessieren könnte. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe persönlich, denn seitdem Lady Gaga ihre eigene Beauty-Brand rausgebracht hat, war ich wirklich hyped, diese Foundation zu testen und ich habe sie jetzt und ich habe jetzt schon eine Meinung dafür, die vielleicht das ein oder andere Mäuschen von euch so ein bisschen unterstützen könnte, eine Meinung zu bilden. Ich habe einige Produkte bestellt, es sind fast alle nicht angekommen, aber wir haben trotzdem Produkte, die wir jetzt testen können und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, Lady Gaga, kennen wir alle, hat vor, ich glaube, es sind mittlerweile 2 Jahren, eine eigene Beauty-Brand rausgebracht, die recht schnell wieder eingestampft wurde, so wie sie war. Es war erstmal ein Launch, der exklusiv für Amazon war. Das lief sehr gut. Dann kam sie mit House Labs raus, was ein totaler Flop war. Und dann waren sie kurz weg und sind ein halbes Jahr später mit dem Rebranding gekommen und dann hat es geknallt. Denn sie haben wirklich extrem spannende Produkte rausgebracht, die alle sehr. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, in welche Richtung es damals gehen sollte. Erst hieß es, es ist super technologisiertes Make-up mit super Skincare. Dann aber auch sehr Pro-Make-up-Artist orientiert. Und jetzt sind die Produkte auch endlich in Deutschland bei Sephora erhältlich. Und ich habe auch einige Produkte bestellt. Leider wurde meine Bestellung komplett storniert, weil alle wollten House Labs ausprobieren und ich musste dann nochmal bestellen. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist, wenn gefühlt ganz Deutschland, Österreich und Schweiz Make-up-Produkte bestellen will. Es ist ausverkauft gewesen und demnach konnte ich nicht mehr viele Dinge kaufen. Das ist jetzt erstmal so der erste Schritt und ich glaube, das sind auch die spannendsten Produkte für euch. Ich hätte gerne noch den Blush, ich hätte gerne noch das Puder ausgetestet. Beim Lipgloss habe ich mir gedacht, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, aber ich habe die Triclone Foundation. Und die wird in Amerika gehypt bis zum Umfallen. Denn das ist eine silikonbasierte Foundation, die 3 verschiedene Silikonarten mit beinhalten soll. Und ich glaube, dass viele immer Angst haben vor Silikon und dass das irgendwie schlecht für die Haut ist. Ich wollte euch aber demnach etwas vorlesen, was der Vorteil von silikonbasierten Foundations ist. Bevor ich das aber tue, schaut einmal hier. Hier seht ihr meinen guten Überblick. Was ist silikonbasiert und was ist waterbasiert? Auf der wasserbasierten Seite haben wir beispielsweise die MAC Foundations, die L'Oreal True Match. Selbst die Huda Beauty Foundation ist auf Wasserbasis oder einer meiner liebsten, die Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation. Auf der anderen Seite, bei der silikonbasierten Seite, haben wir unter anderem den True Skin Foundation von Catrice. Fenty Beauty ist mit drin. Milk Makeup Physicians Formula. House Labs Mario Anastasia. Also doch schon einige Produkte, die wir kennen und die wir gerne mögen. Aber was ist der Vorteil von silikonbasierten Foundations und wie könnt ihr die erstmal herausfinden? Ihr findet auf jeder Verpackung eigentlich Inhaltsstoffe. Und sobald etwas mit Kone oder Siloxane endet, sind das Silikone. Und Silikone ist nicht gleich erstmal schlecht. Gerade bei Make-up-Produkten, die wir eh wieder abnehmen, bei Pflegeprodukten wäre ich ein bisschen vorsichtiger, weil die natürlich auf der Haut auch bleiben. Die sorgen aber dafür, dass eine Foundation sehr leicht ist und du kannst mit silikonbasierten Foundations sehr viele verschiedene Finishes erzeugen, sei es sehr glowy oder sehr, sehr matt, je nachdem, welches Silikon du benutzt. Der Vorteil bei silikonbasierten Foundations ist, dass du sie sehr besonders schichten kannst. Eine Wasserfoundation oder eine wasserbasierte Foundation funktioniert am besten, wenn du eine bestimmte Menge drauf hast, damit die Deckkraft sehr gleichmäßig ist, damit das alles sehr ebenmäßig auf der Haut aussieht. Bei einer silikonbasierten Foundation greifen die, ich probiere es ein bisschen bildlicher zu erklären, das Produkt vernetzt sich ein bisschen besser miteinander und du kannst es entweder deutlich leichter oder deutlich intensiver auftragen. Leider, wie gesagt, habe ich hier nur die Farbe 220 Light Medium bekommen. Sie ist ein bisschen dunkel, gerade weil ich im Moment so ein bisschen blass ums Näschen bin, aber wir probieren das Ganze aus. Ohne Primer. Vielleicht habt ihr die Produkte von House Labs ja auch schon irgendwie vorher getestet. Ich wollte sie eigentlich, als ich das letzte Mal in London war, wollte ich sie mitnehmen. Hat nicht geklappt. Da war ich ein bisschen überrascht. Sephora war so weit weg. Da hätte ich, glaube ich, 1,5 Stunden mit der Bahn hingebraucht. Packaging sehr, sehr schön, sehr, sehr schwer. Das ist ein Glasflakon. Ihr habt hier eine silberne Kappe mit drauf. Da ist dann auch einmal das House Labs Logo. Und ihr habt einen schwarzen Pumpkopf. Hier steht auch drauf: Shake well before use. Let's go. Ich habe sie auch schon getragen, damit ich euch natürlich so ein bisschen Erfahrungswerte mitgeben kann. Sie ist nicht parfümiert, sie riecht wie eine klassische Foundation und ich trage sie erstmal mit einem Pinsel auf der einen Seite auf. Wie gesagt, sie ist jetzt ein bisschen dunkel, aber es geht eigentlich. Ich tupfe die erstmal so ein bisschen hin und ihr seht sofort, wie deckend
diese Foundation ist. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, wie diese Foundation, ich habe das immer in Videos gesehen und die sah auf den Videos immer so unglaublich, die sah so ein bisschen aus wie so eine Plastikfolie. Finde ich ganz spannend, ich mag das ja ganz gerne. Aber als ich sie probiert habe, habe ich dieses Plastikfolien-Finish sofort gesehen und das ist ja genau meins. Ich finde die Deckkraft ehrlich gesagt schon fast ein bisschen zu hoch. Das ist erstmal okay. Und ich glaube, ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Ein Vorteil, den ich sofort bei dieser silikonbasierten Foundation gemerkt habe, und das ist nochmal was ganz anderes, und das konnte ich mir nicht so vorstellen, weil die meisten Foundations, die silikonbasiert sind, sind meistens eher ist vielleicht einer oder zwei Silikone mit drin, aber die haben verschiedenkettige Silikone mit drin, und dass der Vorteil dadurch ist, dass die Foundation sehr gleichmäßig auf der Haut ist. Also ich bin jetzt nur mit dem Pinsel rübergegangen und sie sieht extrem glatt aus. Ich müsste jetzt eigentlich nicht mit einem Schwamm rübergehen. Und ich glaube, ihr seht es, die Hauttextur ist immer noch sichtbar, aber es ist alles abgedeckt und das sieht so ebenmäßig aus, dass ich das ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm einmal rüber, um so ein bisschen überschüssiges Produkt wegzunehmen. Und dann sitzt die Foundation wie eine Eins. Ich finde, YouTube ist immer so ein bisschen schwierig. Was, na, sieht das jetzt wirklich so aus? Natürlich das Licht oder so. Farbe passt sogar gar nicht so schlecht vielleicht, oder? Was ich ganz spannend finde, ich habe im Moment echt eine mitgenommene Haut für meine Verhältnisse. Keine Unebenheiten, sondern sehr, sehr trockene Stellen teilweise. Dass sie sich an diesen trockenen Stellen, vor allen Dingen hier um die Nase herum oder so, nicht. Ah, kennt ihr das, wenn ihr eine Foundation benutzt? Gerade beispielsweise diese Huda Beauty Foundation, ne? Wenn du da nur eine trockene Hautschuppe in deinem Gesicht hast, dann klebt diese Foundation so an dieser Hautschuppe, dass sie noch betont wird. Das ist hier nicht. Also ich finde, sie gleicht so ein bisschen die Hauttextur aus. Deckkraft top. Probiere hier sie mal ein bisschen leichter aufzutragen. Das habe ich nämlich auch schon die letzten Tage gemacht. Ich bin ja im Moment so ein bisschen auf so meiner No-Make-up-Make-up-Schiene. Ihr seht es, ich kann hier beispielsweise die Foundation einfach aufbauen und durch diese Silikonstrukturen, das klingt. Man kann sich das nicht ganz vorstellen. Verbindet sie sich an der Stelle, wo ich wenig Foundation habe, mit der Stelle, wo ich viel Foundation habe, ohne dass sie sich irgendwie so separiert. Und dann kann ich sie einfach ganz entspannt ausblenden und aufbauen. Ihr bekommt das super Close-up schlechthin. Nix. Du siehst gar nichts. Die hat sich wirklich. Ich finde, es ist so ein Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite hat sie nicht meine Hauttextur irgendwie verbessert, sondern sie hat genau das, was sie bekommt, meine Haut, genommen, gleichmäßig gemacht und ein bisschen perfektioniert. Aber sie hat jetzt nicht beispielsweise die Poren irgendwie geblurrt oder so, wie man vielleicht annehmen könnte von so einem silikonbasierten Primer. Ansonsten sitzt sie einfach phänomenal gut auf der Haut. Wahnsinn. Und was mir die letzten Tage beim Tragen aufgefallen ist, dass sie nicht so aufcrackt wie andere Foundations. Vielleicht kennt ihr das manchmal hier so an den Mimikfältchen um die Lippen oder so herum oder um die Augen, dass sie dann so wie so Risse bekommt. Das passiert hier nicht, wenn du sie auch nicht settest. Ich habe sie neulich nicht gesettet und das ging sehr gut. Ich finde, irgendwann sieht es dann ein bisschen glowy aus. Ich mag das ja ganz gerne, aber du kannst sie gut setten. Komm gleich nochmal zur Foundation. Es gibt nochmal den Concealer. Der hat mir bisher nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Der ist made in Korea. Ich glaube sogar die Foundation auch, ne? Ja, den habe ich in der Farbe 12. Die Farbe passt deutlich besser. Das Füßchen ist sehr, sehr spannend. Auch hier soll wieder dieses Arnika mit drin sein. Das ist ein sehr breites, sehr flaches Füßchen. Was ich. Ne, das ist jetzt aber ich weiß, wie Make-up gemacht wird, Blick. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist der Abzieher hier drin, denn du hast extrem viel Produkt an dem Stiel. Das ist aber okay. Das Füßchen ist super weich. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Finger. Ich probiere jetzt hier erstmal so ein bisschen meine Foundation mit aufzuhellen. Und dann machen wir auch hier nur einmal eine halbe Seite. Auch der ist nicht parfümiert, finde ich sehr, sehr gut. Und der ist, und das ist so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, und das finde ich ganz spannend, was sie gut hinbekommen haben, wenn du so eine silikonbasierte Foundation hast und dann so viel Skincare mit reinbringen willst, das ist so eine Gratwanderung. Ne? Du hast ja nur eine bestimmte Menge an Platz, die du für Skincare benutzen kannst, weil die meiste Hautpflege ja nicht auf Silikonbasis ist. Das ist jetzt sehr theoretisch, aber der Vorteil von diesen silikonbasierten Foundations ist einfach, sie halten meistens deutlich, deutlich länger. Wofür mir der Concealer aber die letzten Tage sehr, sehr gut gefallen hat, war, um ihn großflächig aufzutragen. Also auch über die Foundation oder um punktuell so ein bisschen zu kaschieren. Unter den Augen würde ich ihn jetzt gerne mal mit einem anderen Puder benutzen. Ich hatte ihn mit meinem Coty Airspun benutzt. Das hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen. Du kannst ihn sehr, sehr gut auch hier in die Foundation mit einblenden, um dann einfach so ein gleichmäßiges Ergebnis zu haben. Die Farbe passt
Sehr, sehr gut. Das ist natürlich jetzt wieder ein Full-Coverage-Ergebnis, ne? Was ich jetzt hier habe. Haben wir lange nicht mehr bei mir gesehen. Die Deckkraft ist nicht ganz so hoch wie gedacht. Also hier müsste ich jetzt nochmal so ein bisschen mehr auftragen. Ich finde, das ist so schwierig, ne? Also ich mag es ganz gerne, wenn Produkte gleichmäßig miteinander funktionieren. Also wenn ich alle Produkte der Marke gut miteinander benutzen kann. Wofür mir der aber sehr gut gefallen hat, ist, den einfach so zu benutzen. Also wenn ich keine Foundation trage, ich habe euch neulich da so ein kleines Video bei Insta hochgeladen, wo ich einfach nur so ein bisschen Concealer benutzt habe und ein bisschen Puder und so. Dafür hat er mir sehr gut gefallen. Versteht mich nicht falsch, es sieht phänomenal aus, ne? Also da will ich jetzt nichts sagen. Das ist ein makelloses Ergebnis. Sehr deckend, aber du kannst es natürlich auch leichter benutzen, indem du es vielleicht einfach nur so benutzt. Ich glaube, der direkte Vergleich sieht auch ziemlich, ziemlich gut aus. Die Foundation ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, jetzt, was ich die letzten Tage schon so ein bisschen gelernt habe, eine der besten Foundations, die ich kenne. Fakten auf den Tisch. Beim Concealer, wie gesagt, der sieht grobflächig, sieht der sehr, sehr gut aus. Ich finde aber, dass er ein bisschen zu schwer ist. Also er läuft recht stark in die Fältchen. Man kann das Ganze dann so ein bisschen wieder rausnehmen. Ich zeige euch das mal. Einfach mit so einem kleinen spitzen Pinsel gegen die Fältchen arbeiten und das überschüssige Produkt einfach da so ein bisschen rauskratzen. Rübergehen nochmal. Und dann fixieren. Da meine Bestellung leider storniert wurde, würde ich heute gerne einmal das Narbenpuder benutzen. Das gibt es bei Rossmann. Ich nehme das jetzt hier in dieser pinken Farbe. Arbeite das gut in meinen Microfiber Multitool Mini ein. Und gehe hier einfach rüber. Grobflächig gehe ich nur ganz leicht mit ein bisschen Puder rüber, um diesen übermäßigen Glanz wegzunehmen. Die Foundation verrutscht nicht. Also sie vernetzt sich so mit der Haut irgendwie ganz spannend. Nehmen nur ein bisschen Puder, um sie ein bisschen zu fixieren und um sie ein bisschen zu mattieren vor allen Dingen. Was wir jetzt einmal machen, ist, wir geben etwas auf die Augen. Und da finde ich das ganz spannend. Das waren die High Power Pigment Paint, Cream Paints. Ich hatte sie eigentlich in mehreren Farben gekauft. Das ist das Einzige, was mit durchgekommen ist. Das ist die Farbe Rose Gold Shimmer. Kann man sehr vielseitig einsetzen und ist jetzt auch meiner Meinung nach so ein bisschen die Make-up-Artist-Variante, ne? Sehr einfaches, leichtes Packaging, super für unterwegs. Du hast hier so eine kleine Textur mit drin, die sehr, sehr glitzernd ist. Demnach sieht die aber wunderschön auf dem Auge aus. Das tupfe ich mir hier einfach mit dem Finger rüber auf mein bewegliches Lid. Schau mal, das hat so einen leichten, irisierenden, durch die Glitzerpartikel. Also das ist ein grober Glitzer, ne? Ein grober, grober Glitzer, aber der hält. Also dadurch, dass er in so einer flüssigen Textur ist, finde ich, sieht er eigentlich ganz schön auf dem Augenlid aus. Der fixiert sich auch selber. Kurz die Augen zulassen, einmal kurz durchatmen. Und dann hast du so einen Hauch an Farbe. Und da seht ihr das, ne? Die Farbe ist so ein bisschen Roségold und dann hast du diese groben Glitzerpartikel mit drin. Schon schön. Das ist schon sehr schön. War ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass sie mir so viele Sachen aus der Bestellung storniert haben, weil das einfach. Ja, ich habe mich da tierisch drüber gefreut. Ich habe aber noch ein weiteres Produkt. Und das ist das hier. Das ist der Highlighter. Auch den gab es in verschiedenen Farben. Ein Bio Radiant Gel Powder Highlighter in der Farbe Peach Quartz. Was ist ein Bio Radiant Gel Highlighter? Also, der ist ein bisschen weich. Kennt ihr von MAC? Habe ich den hier? Nee. Diesen Glow Play Blush, ne, der auch so ein bisschen weich ist, der ist ähnlich. Also du kannst den Fingerabdruck mit reindrücken. Ich finde, der erinnerte mich so ein bisschen an den Amrezy Highlighter. Also, das sind glitzernde Highlighter, ne? Sieht sehr nass aus, ist aber grobe Glitzerpartikel sind mit drin. Aber sehr leicht. Ich habe ihn mir deutlich intensiver vorgestellt. Passt farblich aber ganz gut jetzt zu der Foundation. Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Habt ihr das gesehen? Der hat direkt hier auf der Nase die Foundation abgetragen. Den würde ich vielleicht lieber mit dem Finger auftupfen, als ihn mit dem Pinsel einzuarbeiten oder bevor du die Foundation fixierst. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du verschiedene Texturen hast, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der konzipiert ist. Der ist schön, da wäre ich vorsichtig mit, wenn ich ehrlich bin. Ach, ich bin so sauer, dass sie mir die Blushes da rausgezogen haben, ne? Aber ich glaube, ihr habt auf die Entfernung jetzt erstmal schon mal einen guten Eindruck, wie das Ganze aussieht. Die Foundation wirklich eine 10 von 10. Die sitzt so gut auf der Haut und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich etwas auf der Haut. Ich werde jetzt mal langsam in den Tag starten. Wir werden heute keinen kompletten Wear-Test machen. Ich probiere euch den aber hier im Laufe der nächsten Wochen nochmal mit beizufügen oder ihr seht ihn dann als kleines Update bei Instagram oder TikTok oder so. Auf dem ersten Eindruck wirklich, wirklich gut. Ich fixiere das Ganze jetzt mal mit dem Airbrush Flawless Setting Spray und muss sagen, mir gefällt
die Foundation der. Also sagen wir so, Vorteil ist, ihr habt eigentlich, wenn dann alles wieder da ist, ich glaube, da hat Sephora sich einfach maßlos unterschätzt, ihr habt eine Vielzahl an Farben. Ich glaube, House Labs hat eine der hellsten Foundations, die es auf dem Markt gibt und auch eine der dunkelsten Foundations, die es auf dem Markt gibt. Sehr nah bei Fenty Beauty mit dran. Viele verschiedene Untertöne. Die Produkte sind auch in den Sephora-Filialen wohl erhältlich. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist, gerade nach dem Launch. Ich denke mal, es wird ziemlich ausgeräubert sein, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Besuch wert. Ich melde mich gleich nochmal bei euch, noch ein paar Stündchen, damit wir uns das Ergebnis einmal anschauen können. Ein kleines Update. Mittlerweile sind einige Stunden vergangen. Ich sehe ein bisschen anders aus. Ich habe noch ein bisschen was in die Augen gemacht, noch einen schönen Lippenstift mit aufgetragen. Ich darf euch, glaube ich, noch nicht zeigen, was das ist, aber es ist ein Drogerieprodukt in einer neuen Farbe, was ihr schon kennt. Vielleicht kommt er selber drauf. Dazu aber bald mehr. Ja, was soll ich sagen? Mir ist eine Sache aufgefallen draußen. Und zwar sieht die Foundation, also sie ist schon, es ist viel. Es ist viel Make-up im Verhältnis zu dem, was ich vielleicht sonst mittlerweile trage. Aber die Foundation sieht durch diese Silikone vermutlich so aus, als wäre sie zwar matt, aber als wäre unter dieser Mattheit so ein bisschen Bewegung. Es sieht sehr, sehr spannend aus. Ich kriege es leider nicht über die Kamera rübergebracht, aber sie sieht sehr, sehr gut aus. Vielleicht erkennt ihr das, ne? Es ist nicht glänzend, es ist einfach so ein bisschen bewegend. Was mir einfach, wie auch vorhin schon gesagt oder erwähnt, auffällt, ist, sie crackt nicht auf. Also sie bricht nicht an einer Stelle auf und sollte sie es doch tun, kannst du einfach nochmal hier so ein bisschen rübergehen und hast einfach ein ganz gleichmäßiges Ergebnis. Für wen ist die Foundation was? Für jemanden, der eine Foundation sucht, die zwar lange hält, aber nicht so schwer ist und auch nicht so super matt ist. Also wenn ihr vielleicht etwas sucht, was ihr jeden Tag benutzen könnt, um einfach euch keine Gedanken machen zu müssen. Für texturiertere Haut würde ich sagen, ist sie auch auf jeden Fall gut. Der Concealer meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, ihr erkennt das, dass das hier so ein bisschen in die Fältchen gelaufen ist. Er ist einfach zu schwer, um ihn meiner Meinung nach unter den Augen zu benutzen. Ich würde den Concealer eher wirklich punktuell vielleicht benutzen oder an Tagen, wo ich keine Foundation tragen möchte. Einfach so ein bisschen zum Spot concealen oder halt als Foundation-Ersatz, wobei es dann natürlich auch einfach sehr, sehr teuer wird. Meine Hand glitzert übrigens immer noch von diesem High Power Pigment Paint. Sehr, sehr gut. Sieht unglaublich schön auf den Augen aus, ohne dass sich irgendwie was runtergebröckelt hat oder dann auf einmal unter den Augen angefangen hat zu glitzern. Und der Highlighter, ja, ich glaube, die Blushes und die Bronzer gibt es mittlerweile auch, würden mir besser gefallen, wenn sie von der Formulierung her ähnlich sind. Es ist ein spektakulärer Highlighter. Das Packaging ist sehr, sehr schön. Und es hat mir Spaß gemacht, die Produkte zu benutzen. Die Foundation, ich hoffe, ich kriege sie nochmal in einer anderen Farbe. Ich bin super, super gespannt, was ihr zu den Produkten von House Labs sagt. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Produkt getestet. Und falls euch ein Produkt interessiert und ihr sagt, ah, ich bin mir nicht so sicher, schaut auf der Webseite vorbei, schreibt mir, ich bestelle die Sachen und probiere sie dann in den Videos irgendwie für euch zu implementieren. Ihr müsst dafür nur den Kanal abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben da lassen, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.